Und ich musste eins über so Verschwörungstheorien machen. Ja. Oh shit, man. Und ich habe dich genommen bei Leon Lovelock. Oh. Oh, Oh. what's wrong, bro? Oder. Und Verschwörungstheorien aufzustellen, ist am Ende des Tages überhaupt nichts Verkehrtes und überhaupt nichts Schlimmes, meiner Meinung nach. Genauso wie der Begriff Querdenker. Querdenken ist für mich auch nichts Schlimmes. Und deswegen ist es so, ich finde es sehr, sehr schade, dass Leute diesen Begriff nutzen und versuchen, andere Menschen zu diffamieren. So. Weil wie viele Verschwörungen sind am Ende des Tages schon wahr geworden? Bruder, ich weiß. Welche Doku hast du hier reingezogen? Bruder, irgendjemand hat mir das erzählt und ich fand es so geil, dass ich das dann nochmal erzählen musste. Nein, Bruder. Nein. Bro, das stimmt doch teilweise, was du da gesagt hast. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf Leon Lovelock Highlights. Jemand aus dem Chat hat gerade vorgeschlagen, dass ich die Couch hier einfach hinstelle zum Stream. Fühle ich komplett, feiere ich auch sehr. So kann ich entspannt mir hier die Videos reinziehen. Ich küsse euer Herz, nur Liebe geht raus nach Germany an alle von euch. One Love auf jeden Fall. Und wir gehen jetzt in ein Video rein, was heißt PAs Pyramidentheorie als Schulprojekt. Ja? Ich bin da wohl auch irgendwie, ich stehe da im Titel mit drin auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin nicht im Video mit dabei, aber hat mich kurz interessiert. Deswegen gehen wir da mal kurz rein hier. Kostet doch nichts. Kostet nichts, Freunde. Wir gehen rein. Ab geht der Peter. Peter it out, man. Ich musste komplett darauf eingehen und ich habe auch mies recherchiert. Also hast du mich Einer hat mies recherchiert, Bruder. Intro will ich nicht sehen. Aha. Der nächste bitte in den Seelsorge-Chat von PA to the Sports. Hallo? PA to the motherfucking. Hallo? Salam alaikum, PA, wie geht's? Alaikum salam, mir geht's gut und dir? Auch gut, Alhamdulillah. Habibi PA, Grüße gehen raus auf jeden Fall an der Stelle. Schukr, Bruder, ich sag dir ehrlich, verkackt, Bruder, unnormal. Was bitte, wie? Hab, richtig so schade, richtig, ich hab geweint nachts, sag dir ehrlich. Erzähl mal. Bruder, ich musste eine Projektarbeit in der Schule schreiben, ne? Kennst du Projektarbeiten? So 15 Seiten Doktorarbeiten quasi. Kennst du? Als ob hier in der Schule war mäßig. Okay, nee. Kennst du, ne? Nicht wirklich, weil wo diese Scheiße kam, war ich schon nicht mal mehr auf der Schule, aber ich kann es mir vorstellen, ja. Ach, krass. Ja, also du schreibst einfach 15 Seiten über irgendein Thema, zum Beispiel über Coronavirus oder über Masken oder über sonst was. Einfach nur so eine Arbeit, so eine ausführliche Arbeit einfach. Okay. So. Aber du gehst so richtig in die Materie. Das ist jetzt kein Wikipedia-Eintrag, du gehst richtig tief in die Materie. Okay. Und ich musste eins über so Verschwörungstheorien machen. Ja. Yeah. Oh shit, man. Und bei einer Seite musste ich mir eine prominente Person beziehungsweise mir ein YouTube-Video aussuchen. Ja. Yeah. Und das feiert der nicht, glaube ich. Gegen diese Verschwörungstheorien argumentieren. Und ich habe dich genommen bei Leon Lovelock. Oh. Oh. Ja, Bruder. Ich habe diese ganze Passage quasi. Wo mein Name gefallen ist, Bruder, guck mal. Verschwörungstheorien argumentieren. Und ich habe dich genommen bei Leon Lovelock. Oh. Oh. Ja. What's wrong, bro? Bruder, ich habe diese ganze Passage quasi in 2-3 Seiten komplett detailliert auseinandergenommen. Auseinandergenommen heißt jetzt nicht, dich als Idioten dargestellt, sondern die richtig tief in die Materie reingehen. Aber welche Stelle? Das, welche Stelle? Das war da, wo du mit über die Pyramiden gesprochen hast. Oh, okay. Ja, yeah, yeah. Also ich bin nur auf die Pyramiden eingegangen. Nur auf die Pyramiden. Okay, und was war jetzt daran verkackt? Bruder, ich musste es am 28. abgeben. Ich guck am 27., Bruder, du bist live, ne? Also halt, du bist im PA-Call, in der Seelsorge. Ja. Bruder, ich gehe rein. Ich bin original der Letzte in der Liste, einen Tag vor der Abgabe, Bruder. Das wäre so schön gekommen, dass ich ein Interview mit dir persönlich hätte. Du sagst einfach, ja, Bruder, ich bin Dubai und ihr werdet mich nicht sehen. 2 Wochen, Bruder. Ach, scheiße. Ich schwöre, das aber ist jetzt, so ein Pech. Aber erzähl mal, was du da so rein... Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, Real Talk, abgesehen von der Pyramidengeschichte, weil bei dem Pyramidending bin ich... immer noch gerne jemand, der auf der zugänglich für gewisse Theorien ist, ja. Aber da ist fühl ich. Viel in dem Interview, was ich heute gar nicht mehr vertreten kann. Also ich habe davon so ein paar Ausschnitte auf TikTok gesehen, wo ich mir so einen Kopf gepackt habe. Alles angesprochen wurde. Und gesagt habe, Alter, wie was redest du da? Also manche Sachen, die ich in dem Interview gesagt habe. Man entwickelt sich halt weiter, weißt du, wie ich meine? So, ist ja klar. Ich finde das Interview einer der geilsten Interviews von PA auch gewesen so. Insgesamt von allen Interviews, die er je gegeben hat, finde ich das mit mir. Das erste Comments Café
sein stärkstes Interview eigentlich, also einer seiner stärksten Interviews auf jeden Fall. Und natürlich entwickelt man sich weiter an der Stelle, weißt du, was ich meine so? Ist ja klar, von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag, neue Erkenntnisse, neue Ansichten, neue Philosophien, kenne ich auch. Ich habe auch schon mal hier und da Talks rausgehauen, wo ich auch mir denke so, ach du Scheiße, Bro, würde ich heute ganz anders sagen an der Stelle, weißt du? Vor allem auch in Bezug auf Frauen und so, das ist so ein bisschen altes Mindset gewesen, aber jetzt mal auf die Pyramiden bezogen. Was hast du denn da gesagt? Erzähl mal. Digga, mich interessiert das. Für alle Leute, die jetzt hier keinen Bock haben oder es nicht interessant finden, aber mich persönlich interessiert, es geht ja halt auch um mein Interview mit ihm. Und deswegen bleib cool. Ich bleib hier dran auf jeden Fall mal für ein paar Minuten und guck, was hier erzählt wird. Wenn es langweilig wird, für mich persönlich, dann schalte ich aus. Also. Bist du der Meinung, dass die mit Stein und Meißel von den richtig. Von den Sklaven des Pharaos gebaut wurden? Genau. Bei Pyramiden ist er noch da, der Bruder. Genau. Ich musste komplett darauf eingehen und ich habe auch mies recherchiert, also wirklich mies. Mies Recherche angeschmissen. Recherchiert, Bruder. Ich bin auf jede Einzelheit eingegangen und habe am Ende halt eine miese Dings-Projektarbeit geschrieben. Und ich kann dir sagen, also, was du gesagt hast. Also hast du mich geknallt vor deiner ganzen Klasse? Bruder, habe ich nicht, Bruder. Also das hat. Smash it in, man. Liest nur mein Lehrer. Okay. Und ich hab dich nicht geknallt, Bruder. Ich hab dich sogar. Ich find's schade, Digga, dass ich mit PA nicht mehr so viel Kontakt hab. So. Weil mit PA so einen Talk mal wieder zu machen, wäre, glaube ich, voll interessant, ja. Weil ja, ich glaube, der hat sich auch ein bisschen so gewandelt, auch, weißt du, wie ich meine, so. Wäre, glaube ich, sehr, sehr interessant, wenn wir beide nochmal einen Talk machen würden, so. Aber Contact ist nicht mehr so da, leider. Er wollte aktiv, das ist so ein Wissenschaftler, weißt du, unser Lehrer. So ein mieser Wissenschaftler. Und der will, dass wir so Opfer nehmen, oder weißt du, so Idioten, die so sagen, die Erde ist flach. Also nein, ist flach, das ist ja noch intellektuell oder so. Ja, so intellektuell ist das jetzt auch nicht unbedingt, aber bitte, ja. Ja, also es wird noch behauptet, aber so. Ja, der eine sagt so, der andere so. Viele Menschen so. Er will, dass wir solche Menschen nehmen, weißt du, die sowas behaupten. Dann hast du mich genommen. Ich hab keinen Bock auf sowas. Nein, ich hab keinen Bock auf sowas. Ich wollte mir so schon so schlauere Köpfe nehmen, weißt du, so die noch dahinter stehen, was sie sagen. Und das, was du sagst, ist ja nicht so weit hergeholt. Aber so ein, zwei Dinge, du hast auch viele rhetorische Mittel benutzt, Bruder. Sehr viele. Ja. Du hast das schon so gut strukturiert. Guck mal, du fängst damit an, zu sagen, also du machst das so gezielt, du zeigst gezielt, dass du kein Verschwörungstheoretiker bist. Du sagst erstmal, es könnte komplett Bullshit. Ich finde es traurig, dass Verschwörungstheoretiker so ein negativ behafteter Begriff geworden ist, gerade in Deutschland so, weil am Ende des Tages ist Verschwörungstheorien auch nichts Verkehrtes. Wie viele Verschwörungen gibt es auf der Welt? Es gibt mega viele Verschwörungen, von Regierungen bis Geheimdienste, bis selbst im Kleinen auch. Eine Verschwörung ist schon, wenn sich ein paar Leute zusammentun und Absprachen machen hinter dem Rücken von anderen Leuten. So. Wenn ich jetzt in der Fitnessszene unterwegs bin, tue mich mit 3-4 Leuten zusammen. Wir hinter dem Rest der Fitnessszene schmieden wir Pläne, um irgendwas zu lenken. Das ist eine Verschwörung so. Und Verschwörungstheorien aufzustellen, ist am Ende des Tages überhaupt nichts Verkehrtes und überhaupt nichts Schlimmes, meiner Meinung nach. Genauso wie der Begriff Querdenker. Querdenken ist für mich auch nichts Schlimmes. Und deswegen ist es so, ich finde es sehr, sehr schade, dass Leute diesen Begriff nutzen und versuchen, andere Menschen zu diffamieren. So. Weil wie viele Verschwörungen sind am Ende des Tages schon wahr geworden? So. Mein Video hieß die Corona-Verschwörung, wie sie uns langsam lahmlegen. Mittlerweile würden 90% oder 50% von den Leuten, die mich damals deswegen beleidigt haben oder mich in eine gewisse Ecke gedrängt haben, den Shit unterschreiben, den ich da erzählt habe. Da merkst du, Verschwörungen werden mit der Zeit wahr. Und deswegen ist es nicht verkehrt, Verschwörungstheorien aufzustellen, damit man halt mal rausfindet, ob irgendwelche Dinge eventuell passieren, die für uns Menschen nicht gut sind. Also wenn du kein Verschwörungstheoretiker bist in den heutigen Zeiten, dann bist du verloren in den nächsten Jahren, nächsten Jahrzehnten, nächsten Jahrhunderten. Ich schwör dir. Bullshit sein, was ich hier jetzt labere. Dann sagst du, dass du es nicht von einem ominösen YouTube-Video hast, sondern dass man das nachschauen kann mit dem Antarktis-Vertrag. Du hast eine Scheiße gelabert. Du hast wirklich keine Scheiße gelabert. So 80%, so 70%. Digga, was will der Typ aber jetzt da am Telefon sagen? 80% von dem, was du gesagt hast, war ja real. Deine Theorie. Ich will, dass sie jetzt diskutieren über die Pyramiden, ja? Aber zum Beispiel mit, dass es das alles schon mal gab mit der Hochkultur. Das konnte ich widerlegen. Oder zum Beispiel, dass... Wie denn? Erzähl!
dass die Pyramide unzerstörbar ist oder dass es einen Typen gab, der um die Welt gereist ist, also diese Linie bereist hat. Den gab es ja auch nicht. Ich frage mich bis heute, wo du den gefunden hast, Bruder. Bruder, ich welche Doku hast du hier reingezogen? Bruder, irgendjemand hat mir das erzählt und ich fand es so geil, dass ich das dann nochmal erzählen musste. Bruder, du kennst das doch. Man sitzt irgendwo, man redet Sachen. Nein, Bruder. Nein. Dann hörst du irgendwie. Bro, das stimmt doch teilweise, was du da gesagt hast. Also meiner Meinung. Yeah. Voila, das klingt geil. Und dann erzählst du das. Gibt's diese Linie nicht wirklich? Diese Linie, das. Bro, dein Member von LEP, Kianosch, hat ein Video gemacht, wo er diese Orte miteinander verbunden hat quasi und festgestellt hat, dass sie auf einer Linie liegen. Gibt's das? So, guck mal. Du musst dir das so vorstellen, okay? Es gibt einmal die Erde, die ist dreidimensional, die ist rund, also flach, Bro. Wird jetzt so behauptet, wir tun jetzt mal so, wäre die Erde rund. Und dann gibt's auch oder noch die ist rund, Erde ich küsse dein Herz, ja, ist die. Die ist rund, Bro, ich will jetzt nicht Kianosch. Ich glaube, Pierre hat komplett Verabschiedung gemacht von allen so Theoriegeschichten und von diesen ganzen Sachen so. Sag ich dir ehrlich, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Leider, Dicker, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Pierre ist auf jeden Fall ein sehr schlauer Mann so. Und für mich gehört es dazu, zu hinterfragen. Bruder, Kianosch hat sich doch auch schon längst davon distanziert, bitte. Ja, ich weiß, ich mache mir Spaß. Ja. Auf jeden Fall, die Erde, die ist ja rund. Ja. Und die Erde gibt es auch als Weltkarte, aber zweidimensional. Problem ist, dadurch, dass die Erde zweidimensional dargestellt wird, sind die Maße nicht perfekt. Auf der zweidimensionalen Karte sind die drei Pyramiden auf einer Linie. Also nur ein bisschen, aber doch, die Pyramide in Gizeh, die Pyramide in Mexiko und die Pyramide in China, die ist auf einer Linie. Problem ist, wenn... Also, Bruder, gib mir ein bisschen Hack, Mann. Ja, Bruder, ja, hab ich auch gesagt, Bruder. Ich habe auch gesagt, so, wenn man danach geht, hat er recht. Aber auf der Welt, auf der echten Welt, also wenn man das dreidimensional betrachtet, sind die nicht auf einer Linie. Das ist so ein rechter Winkel, Bruder. Das ist so ein Dreieck quasi. Warte mal, wie ist es? Aber Kianosch zum Beispiel hat ja Google Earth dafür benutzt, ne? So, Google Earth ist ja mehr oder weniger dreidimensional dargestellt, oder nicht? Also, ich finde, das macht irgendwie keinen Sinn, warum auf der zweidimensionalen, also wenn die Erde flach, also so auf. Jetzt, wie sagt man zu den Dingern? Atlas auspackst, so, da siehst du dann quasi, die sind auf einer Linie. Und was ist jetzt die dreidimensionale Darstellung oder die echte Welt? Wie hat er das jetzt überprüft, dass die da nicht mehr auf derselben Linie sind? Irgendwie, der labert voll, Mann, und Pierre gibt ihm einfach recht die ganze Zeit, Mann. Ich muss sagen, drei Pyramiden. Bro, man hätte den voll auseinandernehmen können, ich sag dir ehrlich. Aber auf der Landkarte ist das Ding. Sind die auf einer Linie, aber in echt nicht. Und wenn man die verfolgt. Woher weißt du das aber, Bro? Bist du hingelaufen oder was? Kommt man nicht im Arktis an, sondern, Bruder, kommst du irgendwo im Dings, Bruder. In Kurdistan. Hier bei mir kommst du an, Bruder. Hier neben meinem Haus, Bruder. Also du kommst nicht mal an Arktis an, Bruder. Bruder, ich hab letztens Transformers 2 oder 3 gesehen und da war auf einmal das Geheimnis der Welt war in einer Pyramide versteckt. Da bin ich zurück in meine Theorien reingegangen, hab gesagt, guck mal, wenn die das Hollywood in diesen Film einbauen, irgendwas ist mit diesen Pyramiden. Spaß. Krass, Digga, ja, der hat dieses Theorien-Ding hat Pierre komplett, glaube ich, aus seinem Leben rausgestrichen und hat gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben, so. So, ich kann es irgendwo verstehen, Digga, irgendwo finde ich es auch sehr, sehr schade, Mann. Weil Pierre halt rhetorisch sehr stark ist, so, und auch, glaube ich, einen sehr gesunden, guten Menschenverstand hat und auch differenzieren könnte, was jetzt Humbug ist und was weißt du, wo man sich nicht mit beschäftigen sollte und aber auch dann vielleicht weiterhin auf der Suche ist, weißt du? Weil am Ende des Tages bin ich überzeugt davon und ich glaube, das weiß er auch, dass die Sachen, die uns präsentiert werden von den großen Medien und die man im Fernsehen sieht und so, dass man die definitiv hinterfragen muss, weil das nicht die Wahrheit ist in vielen Hinsichten, bei vielen Themen. Guck mal, Digga, aber eine Sache, war eine Sache auch Schwachsinn? Weil das habe ich wirklich, irgendwo gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, Bruder, das ist jetzt auch 5 Jahre her. Ich habe irgendwas mal gesehen, irgendeine Reportage, irgendeine Doku. Auch jetzt keine Doku von irgendeinem ominösen Typen auf YouTube, der mit einem schlechten Mikrofon, sein Video synchronisiert hat. Also das war schon so eine richtige Reportage. Ja, genau. War schon eine richtige Reportage so mäßig. Und da wurde gesagt, dass halt mit krassen Technologien
dass man das probiert hat nachzubauen und dass das die ganze Zeit nicht funktioniert, also dass man das nicht 1:1 nachgebaut bekommt. Oh, du kannst keine Pyramiden bauen. Dann würden die jetzt immer noch Pyramiden bauen. Die können das heutzutage nicht. Facts. Und dann frage ich mich, wenn es irgendwelche Hightech-Firmen, die über Milliarden und Abermilliarden verfügen, das nicht hinbekommen, wie sollen es damals die Leute hinbekommen haben, die einfach nur irgendwie Dings, Stein und Meißel bauen? Darauf bin ich auch eingegangen. Ja. Darauf bin ich auch eingegangen. Erzähl mal. Diese Theorie, also diese Aussage von dir ist nicht weit hergeholt. Es war schwierig. Und guck mal, du musst dir vorstellen, was die hier für. Es war nicht schwierig, es ist schwierig. Bro, die wollen mir erzählen, die haben ein Handy entwickelt. Die haben diese heftigen Technologien entwickelt, die wir heute entwickeln, so quasi. Sind aber nicht imstande, so eine Pyramide nochmal zu bauen. Und das, weißt du, wie viele Jahre das her ist? Man hat ja jetzt auch mitgekriegt, dass die Sphinx auch viel älter ist, als was man vermutet hat. Also wer weiß, wann die ersten Pyramiden gebaut wurden. Bro, das alleine sollte dich zum Nachdenken anregen. Verstehst du? Also diese Theorie, dass es damals schon mal Hochkulturen gab, die in einigen Bereichen, ich sag nicht in allen, aber in einigen Bereichen schon, oder Dinge wussten, so entwickelt waren, dass wir sie heutzutage nicht mehr verstehen, das ist fast ein Fact so. Weil, wie gesagt, es werden Dinge gefunden, die man heute so nicht mehr einfach 1:1 nachbauen kann. Ist nicht möglich. Technik haben und damals, Bruder, die hatten Hammer und Meißel, aber die hatten keine Metallmeißel, sondern so eine Kupfermeißel. Und die Steine mussten von hunderten Kilometern hergeholt werden. Du musst aber verstehen... Doch, wir können Pyramiden bauen heute. Wir können Pyramiden heute bauen. Wieso nicht? Bro, informier dich mal. Ich sag dir ehrlich, ich habe schon jetzt sehr viele Berichte gesehen, Dokus gesehen, wo halt wirklich offiziell Wissenschaftler sagen, dass sie nicht verstehen, wie das gebaut werden konnte. Allein die Steine zu transportieren an diesen Ort, weil die Steine auch von einem Ort kommen, der extrem weit weg ist von den Pyramiden, wo sie gebaut wurden. Das können die heute nicht mehr nachvollziehen. So, und es gibt auch keine Technik heutzutage, kein Hubschrauber, kein LKW, nichts, was diese Steine hätte transportieren können. Verstehst du, wie ich meine? Also, wie? Sag's mir. Du weißt ja, dass man die bauen kann. Erzähl mir, wie. Bruder, die... Digga, wir bauen heutzutage Wolkenkratzer in Wüste, Burj Khalifa und so. Was hat jetzt Burj Khalifa damit zu tun? Burj Khalifa ist aus Materialien gebaut, die man ganz easy transportieren kann. Und nicht aus tonnenschweren Steinen. 20.000 Sklaven und Sklavinnen, Bruder. Oder nenn es Arbeiter von mir aus. Die hatten 20.000 Arbeiter. Und du musst dir das auch so... Auch 20.000 Arbeiter können so ein... tonnenschweren Stein nicht auf die Schulter nehmen, bruv. Das habe ich auch meinen Geschichtslehrer gefragt. Aber Bruder, wie haben die das symmetrisch so hinbekommen? Die Symmetrie, das... Ja, guck mal. Der Pierre, der will dran festhalten. Ich küsse dein Herz, Pierre. Bleib stark, Bro. Komm zurück. Komm zurück, Bro. Deren Wissen damals wurde von einem König, ich weiß nicht mehr, welcher König das war, ich glaube, Alexander der Große, ich weiß nicht mehr, wer. Jemand hat all die Bücher verbrannt, die Ägypter damals als Wissen. Ich weiß nicht mehr, welcher König das war. Das war auf jeden Fall irgendjemand. Denn all das Wissen verbrannt. Die Ägypter hatten krasses Wissen, Bruder. Mann mit Seilzug. Bro, come on, Digga. Ihr heftigen Theoretiker wisst Bescheid, wie die Pyramiden damals gebaut haben. Dann kommt ihr, baut vor meinen Augen eine Pyramide. Ich will das sehen. Die sind ihre Macht. Tut euch zusammen hier im Chat für alle Leute, die daran glauben, dass die das jetzt bauen könnten, und mach es. Sucht dir ein Ingenieursteam und zieh durch. Alles war perfekt, Bruder. Man sagt, die wussten damals schon, was Pi ist. Man sagt, die wussten damals schon vom goldenen Schnitt. Ja, aber dann ist es aber ja nicht weit hergeholt, dass ich sage, dass die Menschen damals teilweise in gewissen Bereichen vielleicht weiterentwickelt gewesen. Safe. Wie er gesagt hat eben, der im Call ist, die wussten damals schon, was Pi ist. Die wussten damals schon über Symmetrien und so Bescheid, die man angeblich erst im Zeitalter der Griechen und so mit Mathematik und wo das angeblich erst alles gekommen ist, so. Aber diese ganzen Sachen gab es schon mal. Als wir es heute sind. Ich sag dir sogar ehrlich, Bruder, die waren damals so krass. Die haben mathematische Kenntnisse gehabt. Die werden wir jetzt mit dem Wissen, den wir haben, niemals erreichen können. Jetzt auf einmal ist er auf der Seite, Bro. Was ist jetzt los? Warst du vollkommen richtig. Ich sage, die Pyramiden wurden von Aliens gebaut. So. Pia ist zurück, meine lieben Freunde. Aliens in den Chat. Pia ist wieder da. Hast du auch gesagt, und dagegen habe ich auch argumentiert, Bruder, ich habe gesagt, das ist halt Dings. Also ist ja dasselbe, wie wenn du sagst, die wurden von
Als du von Jinns Abort gesagt hast, das, also für mich auch als Moslem ist das am plausibelsten. Ja, aber das kannst du keinem Wissenschaftler, also keinem wissenschaftlichen Lehrer erzählen, oder der nichts davon weiß, oder der sich denkt, was sind Jinns, oder weißt du, was ich meine? So, aber du, was das ist, Ding ist, du hast nicht. Was ist, wenn wir, ja, oder? Was ist, wenn wir Aliens sind? Wie einer im Chat gesagt hat, der Bruder ist im Hintergrund immer noch am Start, Bro. Zum Glück. Das erwärmt mein Herz. Ich hab gedacht, wir haben dich verloren, Bruder PA. Also meinst du wie alle? Wie alle Menschen? Ja, stell dir das mal vor. Bruder, stell mal vor, wir wären jetzt alle Aliens und jemand anderes versucht uns zu erreichen, statt wir versuchen jemand anderes zu erreichen. Weißt du, was ich meine? Stell dir mal vor. Boah, das wäre so krass, Wallah. Digga, für alle Leute, die es nicht fühlen, ich fühl's irgendwie. Boah, aber keiner will mich erreichen, Bruder. Wo bist du gerade? Ich bin im Wuppertal, Bruder, NRW. Wuppertal, Bruder. Wuppertal, it didn't, man. Ich schwöre dir, ich liebe NRW und ich liebe auch Wuppertal, aber Wuppertal ist schon hässlich. Boah, da sprichst du noch. Aber wir haben Schwebebahn, Bruder. Das ist krass. Ja, Berlin das hat keine Schwebebahn. Was haben die damals nochmal in diese Projekt Schwebebahn, was haben die nochmal in die Schwebebahn reingepackt? Irgendein Tier und dann ist die Dings. Was war das Elefant, nochmal? Das, Elefant. Das ist Fake, Bruder. Das ist Verschwörungstheorie, Bruder. Das ist Verschwörungstheorie. Wie, Bruder? Wir haben Elefant reingetan und der ist Motto hingefallen und hat es überlebt. Das ist Fake, Bruder. Wirklich? Du kannst auch keinen Elefant, ich küsse auch dein Herz, du kannst keinen Elefant ein Schwebebahn tun, Bruder. Schwebebahn bricht zusammen und wenn er runterfällt, dann stirbt er doch. Der hat überlebt einfach. Ich kann ihn überleben, Bruder. Janni, du sagst, die Pyramiden wurden von Menschen gebaut, aber das mit dem Elefanten ist nicht passiert. Ja, Bruder, ich sag genau so, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder. Du bist auch wild unterwegs. Bruder, wir sind hier im Geiler Talk, Digga. Ich feier das. Ich feier das. Ich feier das komplett, Bro. Wir sind hier im Öffentlichen, Bruder, weißt du? Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Pyramiden eigentlich von Aliens gebaut wurden. Ich muss so tun, als wären die von Aliens. Kennst du, Bruder? Bruder, du musst doch unser Gesicht wahren, Bruder. Natürlich, Bruder. Dein Gesicht ist ja jetzt auch gerade öffentlich. Nicht, dass du gecancelt wirst, deutschlandweit. Ach, Quatsch. Das haben wir alle schon hinter uns. Quatsch, Bruder. Hast du eigentlich Angst, gecancelt zu werden? Sag mir ehrlich, hattest du bei diesen 100 Bars, hattest du Angst, gecancelt zu werden? Meine Aussage. Ja, Mann. Nein, Digga, Pierre ist sehr smart unterwegs. Ich schwör dir. Pierre ist sehr smart. Sehr, sehr smart. Der weiß, glaube ich, immer genau, wann er was sagen kann und wo er dann, weißt du, wie ich meine? So, der ist sehr smart. Wirklich sehr, sehr smart. Muss man ihm lassen. So. Und er ist sehr strategisch auch bei dieser ganzen Geschichte, wann er was erzählt und wann nicht. Respekt auf jeden Fall an der Stelle. Ich bin zum Beispiel einer, ich kann meine Schnauze nicht halten, wenn's zu viel wird auch, weißt du? Ich bin auch kein Stratege, aber auch bewusst kein Stratege. Deswegen habe ich mich auch damals ins Treppenhaus reingesetzt und habe diese Corona-Geschichte ausgepackt und rede heute auch noch über solche Themen. Ich lasse mir meinen Mund nicht mehr verbieten. Ich habe das Gefühl, dass ein gewisser Punkt überschritten ist, an dem man sein Maul einfach nicht mehr halten kann, auch wenn es strategisch vielleicht besser für meine Karriere wäre. An der Stelle scheiße ich auch auf meine Karriere dann so, weißt du, weil es geht hier auch um die Menschheit mehr oder weniger. Es geht um das Böse, um das Gute, um Gott, um Teufel. Und da kann man einfach, ab irgendeinem Punkt kann man seine Schnauze nicht mehr halten, meiner Meinung nach so, weißt du. Aber ich respektiere und akzeptiere auch, dass andere Leute da strategischer an die Nummer rangehen und das halt dann so machen, in dem Rahmen, wo sie wissen, okay, dafür werde ich nicht gecancelt, so. Weißt du, was ich meine? Ist okay. Also ist jetzt nicht so, dass ich dafür keinen Respekt habe, weißt du? Aber ich bin halt eine andere Art Mensch, sagen wir mal so. Manche Sachen waren schon so ein bisschen, waren schon ein bisschen an der Grenze, wo ich mir dachte, okay, Pam, das kann zu einem Bumerang werden, aber ich war auf jeden Fall, sage ich mal, rhetorisch gewappnet genug, mich dem entgegenzustellen. So, weißt du, wenn ich was sage, dann kann ich es auch vertreten, aber es ist ehrlich gesagt keine großartige, also es ist gar nichts passiert. Ich hätte schon ein bisschen Diskussion, ehrlich gesagt, sogar erwartet, aber ehrlich gesagt gab es gar nichts. Falls noch irgendjemand deswegen diskutieren will, ist er herzlich willkommen, sehr, sehr gerne. Bruder, wie heißt dieser eine Reactor, der 10-mal Pause, der 100-mal Pause macht? Jiggy. Bock mir. Okay, ich glaube, das war's jetzt hier mit den Theorie-Vibes an der Stelle, oder? Rappen. Bin ich nicht gegangen. Krass. Also du machst Abi gerade, ja? Hättest du, ja. Mashallah, sehr gut. Ich küsse deine Sätze gemacht, Bruder, wärst du jetzt irgendein Student, Bruder, in einem GoPod, Bruder. Nein, du hättest deine 2K-Netto gemacht. Nein, Bruder. Nein, Bruder, ich hätte das Gleiche gemacht. Ehrlich gesagt, ich habe aufgehört mit Schule, weil ich dachte, ich werde jetzt Rapstar und dann habe ich 3 Jahre nur auf Straße abgehangen. Also die Zeit, die Zeit hätte man nutzen können, Digga, fühle ich.
Gute Aussage, sehr stark. Diese Abitur noch gemacht hätte, wäre easy gewesen. Ehrlich gesagt bereue ich es auch ein bisschen, aber hätte mir auch hinten raus nicht viel gebracht, weil ich mit meinem Abitur wahrscheinlich nichts gemacht hätte. Aber sehr gut, dass du das machst. So ging es mir auch voll lange, ich schwöre dir. Also ich habe auch voll lange einfach durchgezogen mit Schule und Studium und so, bis ich dann irgendwann meinen eigenen Weg gegangen bin, weil bis zu dem, ich sag immer, was eine gute Faustformel ist einfach, solange du nicht einen wirklichen Traum hast vor Augen, wo du hundertprozentig weißt, dass du den erreichen wirst, davon überzeugt bist mit allem, was du hast, mit deinem ganzen Leben und bereit bist, dafür zu sterben, mach mit Bildung weiter, weißt du? Solange du das noch nicht gefunden hast, mach mit Bildung weiter. Solange du kannst, geh, mach Abi, geh studieren und dann finde deinen Traum. Weißt du, das ist halt auch eine wichtige Sache. Finde währenddessen deinen Traum. Ich habe schon ganz früh angefangen, nach meinem Traum zu suchen. Viele Leute haben aufgehört, nach ihrem Traum zu suchen, aber jeder von uns hat einen Traum, jeder von uns hat auch eine Bestimmung. Jeder von uns hat ein Geschenk gekriegt von Gott. Jeder hat eine Aufgabe hier auf der Welt, eine Berufung. Da kommt das Wort Beruf her und das findest du. Das musst du finden. Danach solltest du eigentlich dein ganzes Leben lang suchen. Das ist eine der größten Challenges, die wir bekommen haben von Gott, dieses Geschenk zu finden, diesen Traum zu finden und den dann 100% zu leben, so weißt du? Und solange du da noch keine Ansätze hast oder den noch nicht gefunden hast, mach weiter mit Bildung. Und willst du danach studieren gehen oder was machst du dann? Bruder, ich hab keine Ahnung, Wallah. Ich hab irgendwie keinen Bock auf Studieren. Okay, jetzt geht's hier, glaube ich, nur noch ein bisschen um den Bruder, was der so macht, dies, das, was sein Traum ist, Ziel, dies, das. Ich muss sagen, ich fand die Reaction echt, also ich fand das Video sehr lustig. Ich schwör's dir. Ich fand das Video cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, darauf zu reagieren, Freunde.